Und schön durchgespielt jetzt auf Theresia Meissner mit ihrem zweiten Treffer in dieser Partie. 5:6. Gut, es gibt zur neuen Saison hat es ein paar Regeländerungen gegeben. Vielleicht könnt ihr den Zuschauern eine kurze Erläuterung geben, was sich so im Groben geändert hat. Also die größte Änderung ist, dass die Regel 16 wegfällt. Das ist die rote Karte. Die rote Karte wird jetzt bloß noch in die Regel 8 umgewandelt. Das heißt, es gibt bloß noch die rote Karte für Matchstrafen und Spielstrafen. Matchstrafen ist, die rote Karte wird dann halt bloß für das Spiel gesperrt. Und Spielstrafen sind dann halt für gröbere Fouls, so wie von hinten am Arm reißen und so, das wird dann als mit mindestens 2 Spielen Sperren genommen. 14 Minuten runter. Also wird die rote Karte wird dann als Spiel, also mindestens 2 Spiele Sperre, kann der Spieler dann damit rechnen. Ansonsten ist die Arbeit für den Kreisläufer, für den Angreifenden, sehr stark eingeschränkt. Er darf sich, darf sich weniger wehren, sag ich mal so. Und was haben wir sonst noch? Ja, eigentlich soweit nicht mehr viel. Wie gesagt, der Kreisläufer darf sich weniger tun und die rote Karte wurde geändert. Das bedeutet das für dich als Schiedsrichter, ist das die Leitung dann einfacher geworden fürs Spiel? Einfacher in der Hinsicht nicht. Es ist die rote Karte, es bleibt bestehen, aber sie wird halt nur umgewandelt, dass es keinen Ausschluss mehr gibt, dass der Spieler dann komplett gesperrt wird, sondern halt, er kriegt die rote Karte und wird dann für die nächsten Spiele gesperrt. Und, und die Einzelregel ist noch, dass in der letzte Spielminute werden die Regeln verschärft. Das heißt, gröbere Foulspiels werden sofort mit Rot gezogen. Wenn man vorher haben gesagt, 2 Minuten kann man da auch geben, aber da soll man denn jetzt, die letzte Spielminute soll halt verschärft auf Rot genommen werden, weil es schon zu viel passiert ist. Ja, inzwischen ist hier im Spiel auch einiges passiert. Es steht inzwischen 8:5 für den VfL Bad Schwartau. Und auch jetzt wieder der Konterlauf der Randlübecker. Und auch der erfolgreich abgeschlossen, Katharina Berg mit ihrem zweiten Treffer, 5:9. Wenn du nicht gerade hier bei solchen Turnieren sitzt, welche Spiele pfeifst du, welche Ligen pfeifst du? Also letzte Saison habe ich mit meinem Schiedsrichterpartner Verbandsliga Männer und Oberliga Frauen gepfiffen. Nebenbei die Pokalspiele, je nachdem wie wir angesetzt wurden. Also auf jeden Fall der Erwachsenenbereich. Seit wann bist du Schiedsrichter? Oh. Bin jetzt 10 Jahre. Ja, mit 16 habe ich angefangen. 10 Jahren. Und wie kamst du dazu? Wie wird man Handballschiedsrichter? Jetzt ein kurzer Zeitstopp. Es gibt 7 Meter für Grün-Weiß Schwerin. Und wieder geht Stefanie Dube an den 7 Meter Punkt. Und Pfosten, Torwart und dann raus. Das ist schon sehr kurios, es bleibt beim 5:9. Ja, also wie kamst du dazu, Schiedsrichter zu werden? Mein damaliger Trainer hat gesagt, versuch's doch einfach mal. Und seitdem macht auch bis weiterhin noch Spaß. Also habe ich gesagt, dann mach ich's auch weiter. Und seitdem, ich bin jetzt seit 8 Jahren im Verband als Schiedsrichter. Vorher nur bei uns Heimspiele gepfiffen, unsere Jugend. Und seit 8 Jahren pfeife ich jetzt im Verband. Und wo geht's für dich mal hin? Wie weit willst du herauf, die Ligen? Naja, eigentlich, da ich ja nebenbei noch selber spiele,
wäre die Oberliga eigentlich das Höchste, was wir wollen. Aber vielleicht mal gucken, wie es läuft. Vielleicht sogar Ostsee-Spree, mal sehen. Ja, dann wünsche ich da erstmal viel Glück und wir konzentrieren uns mal weiter auf das vorliegende Spiel. Es sind jetzt knapp 18 Minuten gespielt bei 2x25 in der ersten Halbzeit jetzt. Und VfL Bad Schwartau, wie im ersten Spiel, die bessere Mannschaft, führen hier mit 9-5. Und da setzt sich Stina Wiegberg erneut durch, erzielt ihr dritten Treffer in dieser Partie, 5-10. Oh, das war an den Fuß geworfen. Aber der Pass von Theresia Meissner raus auf Lisa Arendt kommt nicht an und so bleibt es beim Ballbesitz für Bad Schwartau. Du sagst, du spielst selber Handball. Wo spielst du? Beziehungsweise welche Liga? Ich spiele beim Parchimer Sportverein in der Kreisklasse. Sind letztes Jahr Zweiter geworden, also war recht erfolgreich für uns. Mhm. Schöner Treffer da von Lisa Mante. Ihr zweiter Treffer in dieser Partie, 5-11. Wie ist das zeitlich vereinbar? Als Schiedsrichter, gerade wenn man ein wenig auswärts pfeift, muss man doch Zeit mitbringen. Wie ist das als Spieler vereinbar mit der Zeit? Mit dem selber spielen? Ja, genau. Wir haben mit der Schiedsrichterplanerin haben so abgemacht, dass wir, wenn wir spielen, nicht angesetzt werden. Oder wir pfeifen halt vormittags Jugendspiele, je nachdem wie Zeit ist. Also kann das schon mal sein, dass man vormittags dann hier in Schwerin weiblich Jugend B pfeift und nachmittags dann nach Schwan fährt zum selber Spielen. Passiert alles schon mal. Geht da nicht die eigene Leistung, handballerische Leistung ein bisschen flöten, die Konzentration am Ende des Spiels dann? Es kommt drauf an. Also es gibt schon, wenn man so wie hier 3 oder 4 Spiele ineinander pfeift, dann hat das dritte Spiel dann auch schon Konzentrationsschwächen. Und wenn man halt selber spielt, ist man dann wieder voll da. Also da konzentriert man sich aber das Spiel. Das war jetzt ein klasse Treffer währenddessen von Theresia Meissner in den Giebel, 6-11. Und trotzdem keine 5 Minuten mehr in der ersten Halbzeit zu spielen und Schwerin ist doch schon deutlich ins Hintertreffen geraten. Was macht der VfL Bad Schwartau besser, dass sie sich so sehr absetzen konnten? Sie spielen konzentrierter, der Ball läuft schön durch die eigenen Reihen. Setzen sich gut durch und Schwerin macht einfach zu viele Fehler. Hinten fassen sie nicht zu und vorne noch sehr viele technische Fehler, Fehlabspiele. Zu langsames Umschalten von Angriff auf Abwehr. Also ist noch einiges zu tun. Wann geht die Saison für euch wieder los? Wir fangen am 19. September wieder an. Um 17 Uhr spielen wir zu Hause gegen Güstrow 3. Ja, dann dafür wünschen wir euch natürlich viel Glück für die neue Saison. Wie groß ist die Kreisliga? Mit wie vielen Mannschaften spielt ihr da? Oh, das ist 10 Mannschaften sind da jetzt. Es ist eine neue dazugekommen. Und
Ja, wir spielen bis März gut durch. Also wir sind jedes zweite Wochenende, kann ich sagen, sind wir unterwegs. Ja, hat man als Handballer ja einiges zu tun. So auch hier. Wie ist das mit euch in der Kreisliga? In der Oberligen sieht man das viel, auch gerade in den höheren Ligen, dass man so Vorbereitungsturniere spielt, viele Testspiele hat. Wie handhabt ihr das bei euch? Wir haben jetzt, nächste Woche fahren wir nach Berlin zum Turnier. Also wir haben jetzt zwei Berliner Turniere besucht, weil wir haben gesagt, wir wollen nicht hier spielen, weil könnte ja uns einer beobachten. Und demnächst noch einmal nach Wittstock. Spiel in Wittstock, ein zu Hause und vielleicht nochmal eins in Kriwitz. Ein Testspiel in Kriwitz wollen wir auch noch machen. Und dann mal sehen, also dann müssen wir eigentlich soweit gut aufgestellt sein. Ja, wir sehen jetzt eine große Unzufriedenheit beim Schweriner Trainer. 1,43. So. Du sagtest gerade 1,43 noch zu spielen. Wir sitzen hier nämlich direkt am Kampfnehmertisch und beobachten das Spiel direkt. Wir sind quasi mittendrin im Spielgeschehen. Und Steffen Franke, der Trainer von Grün-Weiß-Sperrinstein, scheint stinksauer zu sein. Unzufrieden mit seiner Mannschaft beim Spielstand von 6:13. Auch sehr verständlich. Die letzte Minute ist jetzt angebrochen und Grün-Weiß-Sperrin etwas ideenlos mit einer doppelten Kreis. Das Kreis an Spiel, aber da ist kein Platz, da kann nichts passieren. Da wird gestellt, aber der Spieler ist nicht da, um den Ball dann Richtung Tor zu bringen. Jetzt mal schön den Ball nach außen gespielt. Bonnie Lenz kann den Ball aber nicht im Tor unterbringen und sofort der lange Ball. Sofort ist er außen gestartet und setzt sich durch und das Tor durch Katharina Berg. Es ist ihr drittes in diesem Spiel. 6:14. Und aus der Abpfiff der ersten Hälfte. Spielstand 6:14. Weiter geht's, zweite Halbzeit von Grün-Weiß-Sperrin 2 gegen den VfL Bad Schwartau. Spielstand 6:14. Es gab eine deutliche Halbzeitansprache von Steffen Franke, dem Trainer vom Grün-Weiß-Sperrin. Äußerst unzufrieden mit der ersten Halbzeit deiner Mädchen. Jetzt wollen wir mal gucken, ob sich da in der zweiten Halbzeit was geändert hat. Und erstmal das Tor von Svenja Glas auf Seite vom VfL Bad Schwartau, 6:15. Ja, wenn du jetzt Trainer gewesen wärst von Grün-Weiß-Sperrin, wie hast du reagiert? Was hast du deinen Mädchen jetzt mit auf den Weg gegeben? Was muss sich ändern? Auf jeden Fall muss ich das Engagement ändern. Sie sind sehr, sehr defensiv hinten. Fehlt die Absprache zwischen Halb und der Mitte. Übergabe zum Kreis. Also sie müssen sehr viel mehr miteinander reden. Und auch besser agieren. Also, sie sind einfach zu defensiv hinten und zu spät an den Leuten dran. Also, da muss sie sich. Muss sich